haben das Problem, dass keine Diskussion mehr in der Breite stattfindet. Also es geht nicht mehr darum, da gibt es die Argumente dafür und dagegen, sondern es ist nur eine Frage von Gut und Böse. Also es geht um Haltung. Und Böse ist rechts. Böse ist rechts oder wahlweise, was man halt dafür sieht. Also ich will das gar nicht jetzt auf eine Seite schieben. Ich glaube, dass man in dem jeweiligen Schützengraben verhangen ist. Also wir haben vor 1,5 Jahren mal eine Umfrage gemacht, die das so ein bisschen plastisch deutlich macht. Wir haben gefragt, kennen Sie Leute in Ihrem Umfeld, die an Corona gestorben sind? Und wir haben gefragt, kennen Sie Leute im Umfeld, die an der Corona-Impfung starben? Und interessanterweise kannten vor allem Wähler der Grünen Leute, die an Corona starben. Und Wähler der AfD kannten Leute, die an der Corona-Impfung starben. Also das hört sich jetzt vielleicht jetzt witzig an. Mir geht es nur darum, dass eben es nicht nur darum geht zu sagen, also der hat jetzt die gute oder die böse Haltung, sondern dass man wieder offen ist, zu diskutieren und wirklich Willensbildung zu betreiben. Ich glaube, das ist das Problem. Und die Leute empfinden das auch, dass man nicht mehr alles so sagen kann, wie man das gerne würde. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch nicht anfängt, damit Sachen zu bagatellisieren. Wenn man hergeht und heute alles als Nazi abtut, dann hat man auch nachher kein Schwert mehr, wenn es denn wirklich darum geht, Verfassungsfeinde zu bekämpfen. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießt.